Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem letzten Theater der Vorrichtungen von der aktuellen Aktion Pracht des Wiedergartens. Und zwar der mehrfache Frühling. Und wir probieren wieder 2500 Punkte, sowohl beim glänzenden Auftritt als auch beim prunkvollen Einzug zu bekommen. Hoffentlich ist es nicht ganz so schwierig wie letztes Mal, aber wir werden sehen. Vermutlich eher noch ein bisschen schwieriger. Genau. Wobei man, wenn man am Anfang direkt einen richtigen Riecher hat, dann ist es eigentlich relativ leicht. Aber gut. Wenn es weniger als 10 Vorrichtungen gibt, wird der verursachte Schaden aller Vorrichtungen um 50% erhöht. Also auch hier wieder wollen sie, dass du nicht so viele Vorrichtungen baust. Und es gibt diesmal nicht die Balliste, die mir persönlich ja sehr gut gefallen hat, aber wir können wieder... Können wir wieder... Nee, diesmal können wir es nicht... Schade, diesen Eisnebel. Ah doch, den gibt es schon wieder, aber es gibt nicht diese Flut, diese Hydroflut. Schade. Aber gut, können wir ja trotzdem machen. Verstärkt den Angriff enorm. Weiter entfernte Gegner, okay. Ja, und dann vielleicht noch Elektro. Oh, was haben wir hier unten noch? Abklingzeit, Angriffsgeschwindigkeit, Höchstmenge. Ja, Höchstmenge bringt uns halt nicht so viel, weil wir eh nur zwei bauen können. Nicht zwei bauen können, sondern nur 10 bauen können. Beziehungsweise eigentlich nur 9. Nee, ich würde sagen, dann machen wir hier noch, das klingt ganz gut. Einen zusätzlichen Gegner angreifen. Nehmen wir lieber das. Ja, schauen wir einfach mal. Dann, das ist nicht mein richtiges Team. Ja, nehmen wir wieder das Team. Weil hier gleich wieder Zekros lieber mitnehmen statt Diona. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, das ist das Level. Hier gibt es 3 Richtungen, aus der die Gegner kommen. Aber im Endeffekt müssen die alle hier durch die Mitte. Hier gibt es auch keine Adeptenbrücke. Und was sind die Dinger nochmal? Das war das mit dem Gefangenheiten, ne? Genau, Fesselung. Genau. Ja gut, die könnte man theoretisch entfernen. Wir haben 1500 Punkte. Was haben wir? Wo sind unsere 5 Türme? Na ja, gut, es sind nur noch 3. 1, 2. Ach, da unten steht noch einer. 3. Okay. Also hier macht es halt am meisten Sinn, viele Türme hinzubauen, weil hier müssen halt wirklich alle Gegner durch. Das heißt, hier hat man eine starke Basis. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Hydro. Hydro. Kryo. Kryo und dann noch Elektro. Und dann haben wir leider schon 8 von was weniger als 10, ne? Ja, probieren wir es mal. Machen wir vielleicht hier noch Pyro hin. Und dann sind wir fertig. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Setup ist. Mal schauen. Vermutlich nicht. 56 Gegner haben wir wieder. Achso, den Turm hier unten. Ja gut, den könnte man theoretisch noch entfernen, ne? Ja, der ist eigentlich nicht so gut platziert. Der würde hier auch deutlich mehr Sinn machen. Beziehungsweise, ja, machen wir ihn lieber hier hin. Okay. Oh, da kommen Abgrundmagier. Uiuiuiui. Ah, perfekt. Ein Kryoturm hingestellt und ich habe sie nicht mal gesehen. Ach, hier ist ja auch noch ein Turm. Sehe ich auch schon wieder ganz vergessen. Meine Güte, was mache ich denn? Bauen wir den auch ab. Dann machen wir hier noch ein Elektro in die Mitte. Pyro habe ich halt nichts gekauft, deswegen wäre es jetzt sinnlos, viele Pyrotürme zu bauen. Also mehr als einen. Genau, sieht doch eigentlich nach... Das hier, das gefällt mir hier. Müsste eigentlich Perma-Freeze bedeuten für die Gegner. Cool.
Hey, das hat nicht funktioniert. Scam. Ey! What the hell? Okay. Scammed. Da unten kommen die neuen Gegner. Also kann man die überhaupt runterkicken? Die großen Schleime, glaube ich, gehen auch nicht so richtig. Also kann man schon, aber ist nicht so einfach. Ja, der Bonus-Damage ist, glaube ich, schon ziemlich heftig. Die Gegner haben halt keine Chance, ey. Wie viel Damage die bekommen, das ist krass. Bam. Die kommen nicht mal in die Nähe von unserer Basis, quasi. Ah, Mist, die Samachole, die kriege ich nicht mehr rechtzeitig. Vielleicht hier? Yes. Damn. Wir haben schon 1890 Punkte und wir haben noch 23 Gegner. Ich meine, es geht trotzdem nur bis 3000, aber ich meine nur, könnte ein Indiz dafür sein, dass nicht so viele starke Gegner kommen. Weil die starken Gegner geben ja sehr viele Punkte. Könnte sein. Oh, was? Lol. Ich dachte, ich habe alle erwischt. Jetzt. Ja, 2000, hä? Ja doch, da muss es so sein, dass nur schwache Gegner kommen. Aber es sind schon 2170 Punkte und noch 16 Gegner. Das ist das erste Mal, dass das so ist, glaube ich. 2200 Punkte, noch 15 Gegner. Mist, jetzt hat mich mein eigener Turm blockiert. Ja, das spielt eh keine Rolle, weil die kommen so oder so nicht durch. Aber runterkicken ist irgendwie cooler. Ja, nee, da kommen nur noch schwache Gegner. 11 Gegner mal 40 Punkte, ja. Na ja, gut, ein Elite-Gegner kommt wahrscheinlich am Ende. Ja, wobei, na, meint der Abgrundmagier, das sind ja auch Elite-Gegner tatsächlich. Die geben nämlich auch ziemlich viel Punkte. Ja, 2500 Punkte, da sind sie schon. Okay, das war echt einfach. Die vier Türme hier hinten, die haben halt gar nichts gemacht. Fünf, meine ich. Die haben nichts gemacht. Im Endeffekt mit vier Türmen haben wir das Level bestanden. Mit den beiden und mit den beiden. Lol. Das ist fast schon ein bisschen zu einfach. Ein Gegner kommt noch. Ja gut, jetzt kommt ein Elite wahrscheinlich. Oh, nee, kommt nicht. 40 Punkte, also ein Samachul. Ach komm. Boom. Okay, das verstehe ich irgendwie nicht. Warum ist das so einfach? Aber jetzt mal schauen, wie der prunkvolle Einzug wird. Das war jetzt nur der glänzende Auftritt. Das ist ja immer ein bisschen leichter. Schauen wir mal, wie der zweite Teil wird. Okay, jetzt haben wir quasi 80% mehr Schaden. Hier waren es nur 50% bei weniger als 10. Aber erhöht die AP der Gegner, verringert die anfänglichen Vorrichtungspunkte und erhöht die Punkte der erstaunlichen Stäbchen. Also kein extremen Nachteil wie sonst immer, dass man irgendwie keine Vorrichtungspunkte bekommt und so weiter. Also eigentlich würde ich sagen, wir machen einfach das gleiche wieder. Wir nehmen hier alle Hydro-Buffs. Dann Kryo hatten wir, glaube ich, nicht alle, ne? Wir hatten jetzt dann quasi noch... Ne, hatten wir das oder hatten wir das? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir machen es so wieder. Das müsste eigentlich ziemlich gut gehen. Ach so, wobei, oder wartet mal. Das hatten wir nicht. Machen wir es lieber so. Ja, das gefällt mir besser. Perfekt. Aber eigentlich, wie gesagt, ich meine, es sollte jetzt eigentlich keine großen Probleme hier geben. Okay, es ist das gleiche vorgebaute Setup wie gerade eben. Werden wir es jetzt nochmal erst... Hatten wir erst Hydro? Ja genau, erst Hydro und dann Kryo. Erst nass machen und dann einfrieren. Weil man könnte also auch vorne einen... Hinten, ja, ist egal. Ich hoffe, es ist egal. Vermutlich ist es egal. Dann hier trotzdem ein Pyro. Aber zumindest die Elementarreaktion mit drinnen.
Und dann hatten wir hier noch zwei Türme. Da hatten wir einmal Kryo und noch ein Elektro. Und dann die beiden hier entfernen. Alright, 65 Gegner, let's go. Mal schauen, ob das jetzt noch reicht, weil die Gegner jetzt ja mehr EP haben. Also jetzt werden diese fünf Türme hier hinten wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Aber gut, die bauen wir auch nicht zum Spaß. Mist, voll daneben. Vielleicht kriege ich hier was runtergeschubst. Yes. Oh nein, habe ich nicht. Die sind da runtergefallen, oder? Ups. Aber das eigentlich aufs Gleiche rauskommt. Das Schöne ist ja hier, dass die Gegner nicht per... Also die Gegner kommen ja quasi in Wellen. Und die nächste Welle kommt erst, wenn die vorherige Welle besiegt wurde. Das heißt, selbst wenn du die nicht runterkickst, sondern einfach nur wegkickst, das kauft dir ja trotzdem extrem viel Zeit. Ja gut, kümmern wir uns lieber um die Abgrundmagier. Aber theoretisch sind sie eigentlich immer die gleichen Gegner, ne? Mehr oder weniger. Außer vielleicht hier und da mal ein, zwei Elite-Gegner mehr. Aber das heißt, eigentlich sollten wir jetzt hier keine großen Probleme haben. Was Ding angeht. Was die Gegner an sich angeht. Also außer da kommen jetzt plötzlich doch drei Ruinenkolosse oder so. Aber das denke ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe es nicht. Ja gut, die kommen jetzt natürlich wesentlich weiter als vorher, weil sie ja viel mehr Leben haben, das ist klar. Ich meine, das ist ja trotzdem noch ziemlich easy. Also zu unserer Basis mit den fünf Türmen kommen sie irgendwie trotzdem nicht mal ansatzweise. Mist. So geil, wenn man den Kryo-Abgrundmagier mit Animo trifft und dann die Gegner in der Nähe stehen, dass sie dann auch eingefroren werden. Das ist mega. Ups. Ah, das gibt's ja nicht. Jetzt aber, jetzt kriege ich sie beide. Na, oder zumindest einen. Okay, wir haben die Hälfte der Punkte. Ja, aber das ist halt richtig cool, weil wenn wirklich kein Ruinenkoloss oder sowas kommt, dann kann man halt... Oh, 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 was ist hier los? 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 Wow! 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 Das kam absolut aus dem Nichts. Okay, das ist ein Problem. Okay, hier muss man jetzt richtig Glück haben. Ja. Wow, hier muss man jetzt richtig Glück haben, dass die... Das ist halt ein bisschen das Problem mit dem Setup, was ich jetzt gemacht habe. Wenn diese Eisnebel nicht aktiv sind, können die Gegner natürlich einfach durchlaufen, weil dann werden sie nicht eingefroren. Oh, da kommt ein Lava-Troll. Uiuiui, wir haben noch 16 Gegner und brauchen noch 700 Punkte. Das könnte ein Problem werden. Boah, das war gut. Okay. Ja, der wird sehr wahrscheinlich durchkommen. Ja, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Ah, oh, okay. Ah, nur noch... Oh, oh. Okay, es kommen drei Lava-Trolle. Oh, boy. Wir müssen noch einen besiegen, dann haben wir es. Wenn wir noch einen besiegen, haben wir es. Nur einen müssen wir besiegen. Oh, oh. Müsste jeder mich auf den anderen konzentrieren, sollen der viel mehr Schaden bekommen. Nein! Nein! OMG, nein! Oh oh. Nein, nicht dein Ernst, ey. Alle drei mit super wenig Leben durchgekommen. Ah, das gibt's doch nicht. Ah. Okay, ich habe jetzt mein Setup ein bisschen verändert. Ich denke mal, die Schwäche war vor allem, dass ich meine Combo Kryo-Hydro zu nah aneinander gebaut hatte und wir deswegen davon nicht profitieren konnten. Ich habe jetzt drei separate Combos, dreimal die gleiche. Kryo-Hydro-Elektro.
immer so hingestellt, dass das eigentlich, ja, getrennt voneinander die Gegner sehr gut aufhalten müsste. Immer wieder einfrieren, Schaden machen und so weiter und so fort. Außerdem haben wir jetzt Zhongli im Team. Hier geht aber jeder Zweihänder-Nutzer oder jeder Geo-Held, vollkommen egal, um die Schilde der Lavatschule zu zerstören am Ende. Weil das war ja eigentlich auch eins der Hauptprobleme, dass die Lavatschule einfach zu wenig Schaden bekommen haben, beziehungsweise die Schilde zu stark waren. Und dagegen haben wir jetzt Zhongli. Und ja, ich hoffe, dass wir vor allem die Mieterschule jetzt damit aufhalten können. Was ich aber auch nicht gemacht habe, was man auch auf jeden Fall machen sollte, vor allem bei den letzten Gegnern, also vor allem bei den Lavatschulen, ist dieses Fesselungsdingens zu aktivieren. Das Problem ist nur bei mir, das hätte das gar nicht viel gebracht, weil ja mein Setup so nach hinten ausgelegt war. Und deswegen, wenn ich hier vorne jemanden gefesselt hätte, hätte das überhaupt nichts gebracht, weil die hätten ja dann überhaupt keinen Schaden bekommen. Und ja, aber wie gesagt, das machen wir jetzt alles anders und gucken mal, wie es läuft. Wir müssen, wie gesagt, nur die Mieterschule im Auge behalten, weil ich denke mal, da würde eine Fesselung auch was bringen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob nur ein Gegner gefesselt wird oder mehrere, aber das sehen wir dann gleich. Im Endeffekt ist es aber egal. Was auf jeden Fall sein muss, ist, dass wir mindestens zwei Lavatschule besiegen müssen, sehr wahrscheinlich. Unabhängig davon, ob jetzt Gegner durchkommen oder nicht. Aber zwei Lavatschule müssen wir eigentlich schon besiegen, weil sonst werden wir es nicht schaffen. Aber man sieht jetzt hier schon bei den Abgrundmagiern, es funktioniert eigentlich deutlich besser, würde ich sagen. Und ich glaube, jetzt kommt eh schon die Mieterschule. Mal hier uns ready halten. Genau. Dann machen wir das jetzt mal. Okay, hat es irgendwie... Hat es überhaupt einen festgehalten? Keine Ahnung. Gefühlt nicht. Okay, das war die erste Welle der Mieterschule. Oh oh. Jetzt kommen die Abgrundmagier durch, oder was? Oh oh. Okay, zwei Mieterschule und ein Abgrundmagier sind, glaube ich, durch. Also hatte ich mir das jetzt natürlich nicht vorgestellt, da war gerade ein bisschen Chaos. Die Summer-Schule, die da durchgekommen sind, die habe ich eigentlich auch immer runtergeschmissen. Das habe ich jetzt nämlich auch übersehen, dass die ja zeitgleich noch gekommen sind. Und da ist schon der erste Mieter-Schul. Da machen wir jetzt hier, wie gesagt, die Fesselung. Kurzzeitig nur, damit wir unseren Bonus-Damage nicht verlieren. Damit er hier einfach ein bisschen Schaden bekommt. Und dass wir ihn... Jetzt muss ich nur wieder aufpassen mit den Summer-Schulen, aber ne, passt. Dass wir ihm eben sein Schild zerstören können. Und wie ihr seht, das hat jetzt auch super funktioniert. Fesselung kommt zu spät, aber egal. Jetzt haben wir 2344 Punkte, was irgendwie weniger ist als vorhin, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es sind 44 Punkte weniger, aber es ist wahrscheinlich ein Abgrund, ein Summer-Joy, der mehr durchgekommen ist. Genau, das war die Fesselung. Das machen wir gleich nochmal. Wir müssen nur einen besiegen. Wir müssen nur einen Lava-Joy besiegen. Das muss man sich hier ganz klar machen. Wir müssen nur einen besiegen. Nicht alle drei. Also ich lege es jetzt nicht auf die höchste Punktzahl an. Problem ist nur natürlich, dass wir hier keinen besiegen aktuell. Oh, doch, wir haben den anderen besiegt, lol. Wir haben den besiegt, bei dem ich nichts gemacht habe. Den müssten wir eigentlich auch noch besiegen, come on. Komm schon, den kriegt man noch. Na also, na gut. Zwei von drei haben wir besiegt. Und der letzte war sogar gar nicht mal so unknapp. 2744. Ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon. Also ich mache mir da ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken. Ich will einfach nur die Punktzahl schaffen. Weil ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel Spaß bei. Also es einmal zu spielen und so passt. Aber wenn ich es fünfmal spielen muss, dann verliere ich die Geduld und da habe ich dann auch keine Lust mehr drauf. Ich zeige jetzt mal mein Setup. Aber wie man gesehen hat, ist das auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Hat nicht so gut funktioniert. Ich habe meine Glücksstäbchen dann nochmal verändert. Ich bin dann voll auf Hydro, voll auf Kryo gegangen. Wobei ich diese Hydro, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Weil baut kuriose Vorrichtungen um, erhöht enorm den Wirkungsbereich der Basisangriffe, okay. Aber auf Kosten des Angriffs der Basisangriffe. Und es kam ja auch sofort, dass ich jetzt viel weniger Schaden gemacht habe in dem Durchlauf, was auch Sinn macht, weil ein Drittel meiner Türme sind Hydro-Türme und gut haben mehr Reichweite, aber viele Gegner sind ja extrem schnell. Und im Endeffekt, ich glaube, das Stäbchen ist richtig schlecht. Also ich glaube, hier sollte man lieber das Kryo nehmen. Ich glaube, das so hatte ich es vorher auch. Ich glaube, so ist es wesentlich besser. Wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, hätte ich es nochmal umgebaut auf diese Konstellation hier. Und ansonsten würde ich aber mein Setup sagen, ist vielleicht auch noch verbesserungswürdig. Vielleicht sollte man auch...
Wobei auf Pyro gehen macht keinen Sinn, weil hier wird ja nur Kryo, Hydro und Pyro verstärkt. Kryo, Hydro und Elektro verstärkt, nicht Pyro. Also Pyro ist hier eigentlich ziemlich sinnlos, würde ich sagen. Genau. Heldenmäßig, ja, im Endeffekt ein Kryo-Held sollte dabei sein, weil ja Hydro-Abgrundmagier kommen. Ein Geo-Held oder halt ein Zweihandnutzer, der die Lava-Chole ein bisschen nervt. Und ja, sowas wie Jean oder irgendein Anemo-Held, der die Gegner einfach ein bisschen rumkickt. Also Venti funktioniert da, glaube ich, auch ziemlich gut. Also Venti, Jean, Kazuha, Sacros oder Sacrose, wie auch immer man die ausspricht auf Deutsch, keine Ahnung. Und ja, das wären so die Helden. Und mein Setup habt ihr ja gesehen. Das waren immer ein Hydro-Turm, ein Kryo-Turm und ein Elektro-Turm. Dreimal, also quasi drei verschiedene Bereiche, wo ich das aufgebaut habe und dann am Ende halt noch diese Entfesselung nutzen, weil man da halt aufpassen muss, dass die immer sofort ausgelöst werden muss, weil sonst macht man weniger Schaden. Also man ab 10 Vorrichtungen macht man ja weniger Schaden und das heißt, diese Vorrichtung sollte man wirklich bauen und dann sollte sie instant ausgelöst werden, weil sonst macht man weniger Schaden. Genau. Und das war's im Endeffekt. Zum Glück, muss ich sagen. Die anderen Theater der Vorrichtungen, die gingen ja immer wochenlang gefühlt. Wie gesagt, ich bin nicht, ich bin, ich, es ist schwierig, es ist eigentlich nichts, weil wenn man es schafft und so, wenn man dann die Belohnungen sieht und ich meine, eigentlich ist es schon abwechslungsmäßig ganz cool, aber mir macht dieses Tüfteln nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich zugeben, weil, ja, keine Ahnung, ist einfach so. Manche Leute stehen da ja total drauf und die schocken dann 5 Stunden dran, die perfekte Kombi zu finden, um höchste Punktzahl überall zu haben und so, aber da bin ich halt ehrlich gesagt ganz anders, ich will einfach nur die Belohnung haben und es schaffen. Es einmal schaffen und dann passt es. Genau. Aber jo, falls ihr Probleme hattet, vielleicht kann euch mein Setup ein bisschen Inspiration liefern oder Ideen geben. Und ihr könnt natürlich auch wie immer gerne eure Setups in die Kommentare schreiben. Dann ja, können vielleicht andere Leute davon auch noch profitieren. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein. Ciao, ciao.